War eine relativ kurze Einheit, weil wir morgen natürlich eine gewisse Frische für das Spiel haben wollen, auch wenn nach einer Woche Trainingslager man natürlich nicht maximal frisch ist. Trotzdem haben wir da weitergemacht, wo wir die ganze Woche angesetzt haben, also defensiv kompakt zu sein, Auslöser zu finden, immer wieder Druck auf den Ball zu geben. Das war der eine Schwerpunkt. Der zweite dann nochmal, was Standards defensiv angeht, da einen Schritt zu machen, weil wir da einige Kleinigkeiten dann auch anpassen wollen im Vergleich zur letzten Saison. Also bei Matchday minus 1 mache ich immer ganz gerne auf Realabstand, versuche ich dann Standardsituationen zu simulieren unter ja, gewissen Gegnerdruck, aber kontrolliertem Gegnerdruck, deswegen die Dummies und keine bewegten Ziele. So einfach die Scheu vor dem Kontakt ein bisschen genommen werden und das Selbstvertrauen aufgebaut werden, der Mannschaft wirklich da auch mal ein bisschen weiter vorm Tor zu helfen. Natürlich auch, wie es das Spiel auch verlangt, wenn wir den Ball abgefangen haben, nehmen wir nicht unterm Pulli mit nach Hause, sondern versuchen den sofort dann als Stellangriff eben nach vorne zu transportieren. Und so sah dann dementsprechend auch unser Trainingssetup aus.